Hey und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Heute werden wir ein sehr, sehr langes Sidequest anfangen. Eine sehr lange Sidequest. Und das Ganze startet in Port Monet und erstreckt sich dann sozusagen übers ganze Meer. Warum genau, das werden wir auch noch sehen. Zuallererst muss ich, wie so oft, schon Tag machen. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und dann müssen wir zu dem lieben, netten Herrn, der uns damals unser erstes Segel verkauft hat. Dem Eskimo-Dude hier. Wenn du konversieren willst, lass uns das doch bitte an der Theke machen. Okay. Dann halt hier. Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab mit meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Herrje, nicht mal eine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier in der Stadt sonst nirgendwo bekommt. Ja, das wär's. Wirklich seltene Waren, meine ich. Den großen Reibach machen, Geld scheffeln. Aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, ist doch klar. Ja, ja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Ja, ich... Oh, mein Freund, täusch mich meine frostgebeutelten Augen oder ist es tatsächlich eine Posttasche, die du da dabei hast? Weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Bitte an dich, mein Freund. Mhm. Ich wusste es doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich reden, mein Freund. Also es könnte etwas länger dauern, daher pass bitte gut auf. Ach, herrje. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment, wenige bis genauer genommen, gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaffe mir neue Waren. Mach dich auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen, denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir soweit folgen, ja? Mhm, ja, schon. So ein bisschen. Wunderbar, damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das hier ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Du hast eine Stadtblume erhalten. Eine kleine Blume, die eine Zierde für jedes Stadtbild ist. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde, wähle sie aus und versuche dein Glück. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also, auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnungen in dich. Das ist schön. Ja, das Ganze ist sozusagen das Tauschquest des Spiels. Ein ziemlich langes Tauschquest, denn ab jetzt gibt es bei verschiedenen Inseln fliegende Händler und die haben alle eine bestimmte Ware, die sie für eine andere bestimmte Ware uns geben und dann halt zu dem Stand liefern. Und ich habe
nicht wirklich eine Ahnung, wo diese ganzen fliegenden Händler sind. Ich weiß, bei Ichthusk ist einer. Und bei der Mutter-Kind-Insel. Aber sonst... Sonst müsste ich da raten, wo die sind. Ich habe keinen blassen Schimmer. Schauen wir erstmal hier nach Ichthusk, wie so ein fliegender Händler eigentlich aussieht. Und was der für uns hat und was er dafür will. Weil jetzt haben wir halt diese Stadtblume im Inventar. Ich kann wieder mal nichts machen. Was ist das? What the fuck? Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Gamepad zu tun. Weil ich habe damals Wind Waker HD mit dem Gamepad immer gespielt und da hat das immer geklappt. Gut, hier ist ein fliegender Händler. Zelda-Fans, also wenn man sowas wie Ocarina of Time oder Majora's Mask gespielt hat, dem sollte das bekannt vorkommen. Das ist nämlich ein Gorone, ja. Wie auch immer die überlebt haben mit dem ganzen Wasser, naja. Ich bin ein fliegender Händler, der die See befährt, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu Ohren, dass es auf dieser Insel hier phänomenale Reichtümer geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit meinem Floß hierher gekommen. Aber Fehlanzeige, ich dachte wirklich, ich könnte hier eventuell gar eine Handelsgenie-Statuette finden, aber da war wohl der Wunsch der Vater... Was? Der Wunsch der Vater des Gedanken? Okay. Wo wir gerade dabei sind, in deiner Posttasche, da vermute ich ja auch so manche Raritäten und Kleinode. Falls du also etwas leicht Ausgefallenes dabei hast, warum machen wir dann nicht ein kleines Tauschgeschäft? Wie du dir bestimmt denken kannst, habe ich in meinem prall gefüllten Rucksack nämlich auch die eine oder andere Überraschung. Zeig mir doch mal was. Okay. Willst du denn das hier? Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Deal, sage ich. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Naja, 20 Rubine, denke ich, sollten in diesem Fall durchaus reichen. Ah, meinetwegen. Besten Dank, dann sind wir uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt deinen Teil des Handels, also steck bitte deine Hand aus. Eine Meeresblume. Sie verströmt den Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. Sehr schön. Wunderbar, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich von nun an meine Waren zu dem Stand in Portemonnaie liefern lassen. Keine Angst, ich werde einen Postboten beauftragen. Die Waren sind also schon längst in Portemonnaie, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Immer wieder eine Freude. Okay, gut. Kann ich mit dem jetzt nochmal tauschen? Gibt ihr mir dann was anderes? Eine Südwindblume, okay. Und diesmal sind es 25 Rubine, der wird auch immer... Die werden immer so ein bisschen geiziger. Eine frisch duftende Blume, die in südlichen Gefilden wachsen soll. Ja, ist schön. Und jetzt kommt hier nochmal diese Ansprache. Immer wieder eine Freude. Aber ich glaube, jetzt gibt er uns schon etwas, was wir schon haben. Ja, eine Meeresblume. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal nach Portemonnaie, weil der Stand dort auch mit immer mehr Waren immer so ein bisschen schöner dekoriert ist. Und dann können wir uns auch gleich eine Meeresblume mitnehmen, weil halt... Ja, ich habe schon gesagt, die ganzen Händler, die geben uns halt für verschiedene Waren auch verschiedene Sachen. Und es könnte halt sein, dass einer für diese Südwindblume uns eine Stadtblume geben will. Aber für die Meeresblume halt was ganz Neues. Deswegen gehe ich da auf Nummer sicher. Ja, bis jetzt hat sich das noch nicht verändert, aber ab der nächsten Ware... Weil hier der Platz nicht mehr ausreicht, ist das dann ein bisschen größer, ein bisschen schöner. Ja. Sieh doch nur, mein Freund, mein Warensortiment ist bereits überaus beachtlich. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren von den fliegenden Händlern.
Jetzt kann sich mein Stand aber wirklich sehen lassen und auch ich bin mir jetzt meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir ganz alleine verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich wirklich erkenntlich bei dir zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel. Aber bei einem Dankesgeschenk an dich will sich Tsunari nicht lumpen lassen. Oh, du hast die magische Barriere gefunden. Mithilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen, selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf dass mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Ja, es macht nichts, wir werden das Quest trotzdem abschließen. Und jetzt ist das Inventar voll, ey. Nicht schlecht. Und ja. Die magische Barriere, die bekam man, glaube ich, erst im Original, als man das ganze Quest abgeschlossen hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo ich mir allerdings sicher bin, ist, dass das Ganze früher magische Energie gekostet hat und jetzt halt Rubine, wenn man denn getroffen wird. Ist eigentlich auch besser so. Und ja, ist ein ziemlich cooles Item. Sehr nett. Jetzt möchte ich allerdings die Meeresblume mitnehmen, bitteschön. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag. Ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Dann gib das mal her. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt zur Mutter- und Kindinsel. Da gibt es ja auch noch so einen fliegenden Händler. Vor allem dieser Fisch, der uns immer die Karten eingezeichnet hat. Der hat ja auch bei bestimmten Inseln gesagt, ja, fliegender Händler, so ein komischer Typ. Und ja. Dann sehen wir uns gleich beim fliegenden Händler wieder. Der Hai dort vorne hat mich die ganze Fahrt über begleitet. Ganz schön freundlich von ihm und ja, jetzt hau da ab. Achso, da oben ist er, okay. Alles Klärchen. Die sehen auch alle ein bisschen anders aus. Der hat jetzt so einen komischen Hut und ein rotes Hemd. Ich bin ein fliegender Händler. Dass sie hier alle fantastische Reichtümer erwarten. Aber die Klippen hier sind einfach zu hoch. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wie ich auf die andere Insel gelangen könnte. Ja, die Insel ist ein bisschen doof. Genauso wie das Gewitter. Naja, was gibst du mir denn für die Südwindblume? Ein Windrad. Ja, dann lass uns tauschen. 55 Rubine, okay. Gut, meinetwegen, wenn es sein muss. Das Rad dreht sich im Wind und macht den tristen Alltag etwas fröhlicher. Gut, ja, bla bla bla. So, jetzt können wir gucken, gibt er mir was für die Meeresblume und für das Windrad? Oder nicht? Also etwas, das wir schon haben. Eine Stadtblume, ja. Nein, lieber nicht. Und dafür kriege ich da irgendwas Neues? Nein, okay. Ja, dann muss ich mal überlegen, wo es fliegende Händler geben könnte. Die Kamera erstmal voll weit rausgezoomt. Ich meine, dass... What the fuck? Oh, ach so, so geht das. Okay. So kann man sich die Lieder hier am Bildschirm angucken. Okay. Ja, das ist jetzt leider ein bisschen spät.
Aber okay, ja, einfach beim Taktstock des Windes Start drücken. Ich meine, dass auf der Tapseninsel einer ist, aber da bin ich mir so unsicher. Oder bei der Isla Bomba. Ich glaube, es ist eher hier. Was sagt denn der Fisch dazu? Moment. Auf X geht das. Ja, der sagte nur irgendwas zum Geisterschiff. Ich muss überlegen, wo gibt's fliegende Händler? Ich hab da echt keinen blassen Schimmer mehr. Also bei den ganzen Feen, Kordialen und Triangelinseln glaube ich nicht. Und bei den C4 und Terra-Inseln ebenfalls nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie viele es gibt. Ja, wisst ihr was? Ich schaue jetzt erstmal zu Isla Bomba, weil da bin ich mir mit am sichersten, dass es da einen gibt. Also bis gleich. Ah, ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja, da ist einer. Okay. Sehr schön. Ich glaube, es gab auch gar nicht so viele, also wirklich nur 3, 4. Also ich glaube wirklich höchstens 4. Was gibt's denn? Ach, Link. Wegwerfen? Nein! Also muss ich zuerst mit ihm reden. Okay, gut. Meinetwegen. Nein, nicht abstechen. kenne ich dich irgendwo her? Oder doch nicht? Ich bin ein fliegender Händler und durchstreife die Lande. Immer auf der Suche nach. 30 Jahre lang träume ich nun schon davon, eines schönen Tages mal meinen eigenen Stand eröffnen zu können. Egal ob Regen oder Sonne, ich suche unermüdlich nach raren Waren. Ja, okay. Dann hier erstmal das Windrad. Das ist ja ein Windrad. Dafür gebe ich dir eine Mondsichelfahne. Okay. Bearbeitungsgebühr 40 Rubine. Okay, meinetwegen, wenn es denn wirklich sein muss. Die Mondsichelfahne, die knallrote Mondsichel, ist ein absoluter Blickfang. Ah, sieht schön aus. Blabliblub, blablabla. So, gibst du mir für die Meeresblume vielleicht doch irgendwas? Irgendwas Cooles? Ja, nein. Okay. Dann, was machen wir jetzt? Ich könnte halt jetzt mit der Mondsichelfahne zu den anderen beiden fliegenden Händlern schauen. Das werde ich auch tun. Erstmal nach Ichthusk. Ganz schnell. Da muss ich auch nicht extra schneiden. Dann passt das schon. Es gibt doch, glaube ich, insgesamt 9 Waren. Und dann noch eine 10., wenn man alle anderen hat. So als Bonus kriegt man dann automatisch. Also ja. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Aber ich weiß halt auch jetzt schon ungefähr, wie es funktioniert und wo sich die fliegenden Händler befinden. Ich weiß halt immer noch nicht, wie viele es gibt, aber naja. Muss ich halt im Notfall kurz nachgucken. Eine Wasserkrugträgerin-Statuette für die Mondsichelfahne. Okay. 65. Nicht schlecht. Eine eigenartige Statuette, die eine Wasserträgerin darstellt. Ja, ich finde es gar nicht mal so eigenartig. Ne? Gut. Erstmal noch wieder die gleiche Ware andrehen. Tut mir leid, ist zwar nett, dass du mir das zeigst, aber nicht mehr als 3 Tauschgeschäfte am Tag. So lautet die Regel. Zu viel Arbeit tut nicht gut und schadet der Schönheit. Das ist unser Familienkodex.
Ah ja. Was? Nein. Was machst du? Link, nicht den. Nicht den Taktstock des Windes tauschen. Einfach so. Nur drei Tauschgeschäfte am Tag. Oh, hier, nimm den Taktstock. Ach, Link. Was sagt denn der eigentlich sonst, wenn ich ihm das hier zeige? Das ist aber nicht die Sorte von Waren, die ich für meinen Stand so im Sinn hatte. Alles klar. Okay, eine Fossilschädelstatuette, die ist nicht so schön, aber okay. Nehmen wir doch gerne 60 Rubine, okay. Es handelt sich um versteinerte Köpfe seltsamer Kreaturen. Gut. Ja, jetzt hole ich mir beim Stand in Portemonnaie wieder ein paar Waren. Dass wir da erstmal den Stand uns angucken und auch gleich noch wieder ein bisschen was in der Tasche haben. Dann würde ich halt mit den neuen Waren, die wir jetzt so gekriegt haben, zur Mutter-Kind-Insel fahren und ja. Dann halt wieder zum Händler auf der Isla Bomba. Ich tausche Waren, denn das macht so viel Spaß. Oh, schön. Ja, man sieht's, es fehlen noch zwei Waren und der Stand ist schon ordentlich aufgemotzt. Ja, dann nehmen wir uns gleich mal die Wasserträgerin mit. Wasserkrugträgerin und ja, so eine Mondsichelfahne. Und ein Windrad. Wieso nicht? What? Meine Posttasche ist voll? Ich habe doch nur zwei Sachen drin, oder? Was? Kann ich echt nur drei Waren gleichzeitig haben? Ist das dein Ernst? Huch, da ist aber schon so einiges drin. Hä? Ist das dein fucking Ernst? Okay, dann, ja, ich werf einfach mal die Meeresblume weg, weil dafür kriegen wir, glaube ich, eh nichts Neues mehr. Und nehmen stattdessen ein. Ja, ich nehme das. Nee, ich nehme die Mondsichelfahne. Ist ja voll dumm. Wieso kann man nur drei Waren gleichzeitig in der Tasche haben? Mit dir habe ich jetzt eigentlich nicht gesprochen. Ich will dich gar nicht verstehen. Frecher Bengel! Ja, Link ist schon so ein dreister Typ. Vor allem der Skyward Sword Link, der einfach in den Betten aller Leute schlafen kann. Einfach so. So, die Bewohner von dem Haus stehen daneben und er legt sich erstmal ins Bett und schläft. Na gut, wir sehen uns dann bei der Mutter-Kind-Insel wieder. Gut, hoffentlich bekommen wir hier was Neues. Sonst wird's langsam ein bisschen kritisch. Guck mal hier, tote Köpfe. Das ist ja eine Fossilschädel-Statue. Dafür gebe ich dir eine Schlussverkaufsfahne. Jo! Wie viel kostet es diesmal? Ach, nur 35. Okay. Dann ist ja gut. Die Schlussverkaufsfahne. Diese Fahne soll Handelsglück und eine segensreiche Wirtschaftslage bringen. Na, wer es glaubt. Okay, damit fehlt uns nur noch eine Ware. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Es könnte auch sein, dass es insgesamt 12 gibt. Aber ich halt das nur gerade ein bisschen verpeilt habe.
Eine Petri-Heilfahne, okay. Dein Tauschgegenstand ist ja sehr abgenutzt. Ja, natürlich. Wenn du meinst. Die Petri-Heilfahne. Diese Fahne wird von Fischern eines fernen Landes benutzt und soll für einen guten Fang sorgen. Okay, gut. Ja, ich glaube wirklich, es gibt noch mehr Waren, weil der Händler bei Ichthusk, der wollte ja so eine ganz besondere Statuette, die wir aber bis jetzt noch nicht erhalten haben. Ja, dann. Ja, schauen wir noch mal kurz nach Ichthusk und dann zur Isla Bomba und dann können wir wieder nach Portemonnaie. Das ist einfach so ein Hin und Her. Hin und Her fahren mit dem Schiff. Also Boot. Aber gut, man freut sich irgendwie immer so ein bisschen, wenn so ein Händler eine neue Ware rausholt, die man noch nicht hatte. Das ist immer ein schönes Gefühl. Erstmal hier zwischen den ganzen Felsen durchfahren. Gut. Hab ich dir das hier schon gezeigt? Anscheinend. Ja, ich weiß nicht. Kann sein. Petri Heilfahne. Kriege ich da irgendwas Cooles? Nö. Na, sieht schlecht aus. Dann habe ich noch die Schlussverkaufsfahne. Eine Heldenfahne gibt's dafür, okay. Ne? Na, guck mal. Was gibt's dafür für eine Bearbeitungsgebühr? 75, ja. Diese Fahne erweckt Zuversicht und Mut. Cool. Ist ja perfekt für unseren kleinen Helden Link. Gut, dann bis gleich bei der Isla Bomba. Ich hoffe doch, dass dieser Händler was Neues für uns hat. Und ich muss einfach immer wieder mitsingen bei diesem Spiel, denn der Soundtrack ist so schön. Gut. Heldenfahne. Krieg ich da was Schönes für? Nö. Dann hier ist meine Petri-Heilfahne. Ich habe auch eine, deswegen brauche ich deine nicht. Oh Mano. Dann habe ich halt noch hier die. Ja, gut. Die habe ich ihm aber, glaube ich, auch schon gezeigt. Scheiße, okay. Die Frage ist jetzt halt, ob es noch einen fliegenden Händler gibt, von dem ich noch nichts weiß, oder ob meine Waren einfach falsch sind. Egal was, erstmal nach Portemonnaie. Gucken, ob sich beim Stand irgendwas getan hat. Vielleicht war es das auch schon, ich weiß nicht. Aber nee, eigentlich nee. Das kann es noch gar nicht gewesen sein, weil ich glaube, am Ende sagen dann die fliegenden Händler irgendwas Besonderes. Und dann kann man da wahrscheinlich auch nicht mehr tauschen. Der Stand ist mittlerweile richtig fett. Okay. Ah, zwei Waren immer noch, anscheinend. Ich weiß nicht, was. Ja, weil sonst
Der kann den Stand ja nicht mehr weiterbauen, weil dann könnte man da nicht mehr durch und das wäre nicht so schön. Die Frage ist halt, was muss ich tauschen? Also das, was ich jetzt gerade habe, will keiner. Also dafür will mir keiner was Neues geben. Das Windrad habe ich noch nicht so vielen Leuten gezeigt. Ja, weißt du was? Dann werf ich das mal alles weg. Denn das brauche ich nicht mehr. Das will keiner. Dafür will ich nichts. Will ich nichts, was? Dafür wollen die fliegenden Händler nichts Neues mir geben. Wieso sing ich eigentlich so eine Scheiße? Gut, dann gib mir mal das Windrad, dann die. Vielleicht die Mondsichelfahne und. Ja. Nein, ja. Und meinetwegen. Ah, was? Ich mach schon wieder so eine Kacke. Und dann noch die Fossilschädelstatuette. Und ich gucke jetzt zu allen dreien fliegenden Händlern und falls mir einer davon was Neues gibt, dann seid ihr wieder dabei. Ich habe gerade was gelesen, was ganz interessant sein könnte. Ich kann nachts schon kaum mehr schlafen, so sehr beschäftigt mich die Frage, nach wem denn nur die Handelsgenie-Statuette modelliert sein könnte. Demjenigen, der mir eine gibt, dem würde ich auch mein Herz schenken, zumindest einen Teil davon. Herzteil. Auf der Mutter- und Kindinsel und auf Isla Bomba sollen sich ja ebenfalls zwei fliegende Händler aufhalten. Ob vielleicht einer von denen eine besitzt? Okay, also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es nur diese drei gibt. Das ist gut zu wissen. Und, sobald wir die Handelsgenie-Statuette haben, müssen wir die ihm geben und der kriegt, der gibt uns dann ein Herzteil. So. Okay, man muss mit der Heldenfahne zum Händler auf Ichthusk und kriegt dann die Postbotenstatuette dafür. Es hat jetzt echt lang gedauert, das rauszufinden. 100 Rubine, ja, meinetwegen hat mich ja eh nur schon so viel Zeit gekostet. Da macht das auch nichts mehr. Eine Statuette, die den tapferen Postboten der Orni, wahren Helden der Arbeit, gewidmet ist. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich die halt noch irgendwo anbringen. Um die letzte Ware zu bekommen. Ja. Also bis gleich. Ah, okay. Auf der Mutter-Kind-Insel bekommt man für die Postbotenstatue die letzte Ware, die Handelsgenie-Statuette. Und ihr seht, auf der Statue oben ist der. Der Eskimo, Sutsunari. Hauptsache. 200 Rubine, ja. Okay. Gut. Nach dieser Statuette sehen sich alle fliegenden Händler. Gut. Sagt er jetzt irgendwas Besonderes? Nee. Okay. Ja gut. Die Handelsgenie-Statuette müssen wir jetzt noch zum Händler auf Ichthusk bringen, damit der uns einen Teil seines Herzens vermacht. Und gleich danach schauen wir nach Portemonnaie, wo der Stand jetzt seine volle Reife, seine volle Blüte erlangt hat. Also in voller Blüte steht. Ich bin gespannt. Vor allem müssen wir dann noch was machen für ein weiteres Herzteil. Geht sich das dann aus, dass ich ein neues Herz bekomme? Nee, weil
8 Herzteile fehlen uns tatsächlich noch, okay. Nach diesem Part hoffentlich nur noch 6 Stück. So, ich bin bereit für dein Herzteil. Mal gucken, was er sagt. Aber das ist ja eine Handels-Genie-Statuette. Diese Anmut, diese Erhabenheit. Nach diesem Händler also wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Wundervoll, ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Bitte strecke deine Hand aus. Oh yeah. Was für ein wundervoller und denkwürdiger Tag. Ich will mir die Statuette heute Nacht unter das Kopfkissen legen und von meinem eigenen Stand träumen. alles klar. Okidoki. So. Das zweite Herzteil gibt's auch in Portemonnaie. Hat auch was mit dem Stand zu tun. Bekommen wir allerdings nicht von Sotsunari, sondern von einem random Bewohner von Portemonnaie. Aber naja. Der Typ ist halt ein bisschen geizig. Ich meine, okay, er hat uns seine magische Barriere gegeben, aber dafür, dass er jetzt so einen schönen Stand hat, ich meine, guckt euch das mal an. Das ist doch voll krass. Dafür könnte er uns eigentlich auch nochmal was geben. Wieso nicht? Mal gucken, was er jetzt sagt. Der muss jetzt mit dem ganzen Weg latschen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich freute dich fröhlich und strahlend zu sehen. Dass mein Stand so floriert, das verdanke ich allein dir. Alles klar. Ja. Okay, das war's. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist, ich glaube, 8 Gegenstände in diese, ja, Ständer hier, Ständer, zu packen. Und dann gibt uns dieser Mann hier ein Herzteil, weil die Stadt dann gleich viel schöner aussieht, laut ihm zumindest. Ja, okay. Ich werde auch, by the way, am Ende des Spiels die gesamte Stadt mit den Handels-Genie-Statuetten wie nennt man das? Ich werde halt überall diese Handels-Genie-Statuetten aufstellen. Aber halt jetzt noch nicht, weil die kosten pro Stück 200, ne? Ja. Am Ende des Spiels schauen wir uns das dann kurz an. Aber jetzt ist mir das ein bisschen zu teuer. Ah, komm. Der Control Stick macht schon wieder, was er will. Also ich mache das mit den Handels-Genie-Statuetten, weil das halt für mich die Abrundung ist. Die Abrundung des 100% Runs. Ich hab das auch bei meinem alten Spielstand gemacht. Also wieso nicht hier erneut? Ah, scheiße. Ich will doch nur die Stadtblumen kaufen. Also ich könnte zumindest auch, ich könnte zum Beispiel auch überall diese Stadtblumen einfach hinstellen, aber das sieht erstens nicht so schön aus und zweitens ist das das Billigste, was der in dem Stand verkauft. Und wenn man halt überall diese Handelsschnee-Statuetten hat, dann hat man das Gefühl, dass man da echt viel Geld reingesteckt hat. Und ich finde das irgendwie cool, deswegen mache ich das. Link, nein, nicht wegwerfen. Ich hoffe, das sind jetzt genug fürs Herzteil. Ey, du alter Mann auf der Bank, gib mir doch bitte einfach das Herzteil. Dir sind doch bestimmt schon diese Ständer überall in der Stadt aufgefallen, oder? Das sind die sogenannten Glücksständer.
Das ist so zweideutig. Sie sind erst vor kurzem von der Freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn aufgestellt worden, und zwar mit dem Ziel, unsere geliebte Stadt etwas zu verschönern. Gegründet hat sie der Standverkäufer Sutsunari da drüben, und ich rühme mich, ebenfalls ein Mitglied zu sein. Bei solch einer guten Sache sollte wirklich jeder mitmachen. Ja, okay. Ich habe gleich gespürt, dass auch du dich selbstlos für unsere Sache als freiwilliger Helfer einsetzt. Ich bin nun schon recht lange dabei, da erkenne ich natürlich sofort, wenn sich jemand für die gleiche Sache stark macht. Bei solch einer... Okay, das sind noch nicht genug. Dann kaufe ich halt nochmal 3 von diesen Stadtblumen. Also ich hoffe, man muss nicht in jedem Ständer so eine Stadtblume einsetzen. Sonst dauert das jetzt ein bisschen länger und das wäre gar nicht schön. Das will ich nicht und das will auch keiner sehen. Ba-bam. Oh, die Musik ist heute wieder, die reißt mich heute wieder richtig mit. Gut, dann packe ich die mal noch hier hin. Und zack. Sieht doch ganz nett aus. Sieht doch halt auch dann besser aus, wenn es diese Handelsgenie-Statuen sind. So eine goldene Statue überall in der Stadt. Ist doch super. Und der will mir immer noch nicht sein Herz teilgeben. Ist das dein Ernst? Okay. Dann kommt jetzt wieder ein kleiner Schnitt. Also ich wüsste nicht, wo es jetzt noch Ständer gibt. Deswegen, ist das dein Ernst? Oh, Junge. Okay, ich muss weitersuchen. Das macht keinen Spaß mehr. Ach stimmt, hier sind dann noch welche. Das müssten jetzt aber wirklich alle sein, oder? Also wenn er mir jetzt nicht das Herzteil gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als sei Portemonnaie nun wirklich zu einem Ort des Glücks und des Frohsinns geworden. Siehst du das auch so, mein junger Freund? Ja, jetzt gib mir das Herzteil. Warst du es vielleicht gar, der sich so vorbildlich für unsere freiwillige Gesellschaft eingesetzt und unser Stadtbild dermaßen verschönert hat? Tatsächlich, du warst es also. Es gibt doch nichts Schöneres als nette und freundliche Menschen. Für deinen Einsatz will ich dir unbedingt diese kleine Anerkennung geben. Okay. Bitte bleib bei unserer freiwilligen Gesellschaft für... ja, alles klar. Das war ein sehr, sehr langer Part. Also ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Also wie lang der Part ist, wenn ich den jetzt fertig geschnitten habe. Aber die Rohaufnahme ist 1 Stunde und 3 Minuten. Also nicht schlecht. Ja. Leute, das war's für diesen Part. Ich bin jetzt echt müde. Das war jetzt echt eine Menge. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!